Ja, mein Name ist Thomas Mörwer. Ich bin jetzt auch hier am Rathausplatz. Ich finde das eine große Klasse von den Fans hier, dass sie sich alle sammeln, dass wir jetzt gleich zum Stadion gehen und Hut ab hier vor den Leuten, wie die zu dem Krefelder Eissport stehen. Und ich hoffe ganz doll, dass es auch nächsten Jahre hier in Krefeld DEL-Eishockey zu sehen ist. Dankeschön. Läuft. Okay. Geile Veranstaltung hier, schön, dass ich dabei sein kann. Glück für den KIV. Ja. Und hinten kackt die Ente, alles wird gut. Ja, ich finde es toll, dass die Fans sich heute hier versammeln. Und natürlich weiß ich, die Unterstützung bricht ja eh Krefeld nie ab. Aber ich möchte das natürlich auch unterstützen. Und Eishockey gehört zu Krefeld, Eishockey muss in Krefeld bleiben. Und ich hoffe natürlich, dass diese Aktion auch was bringt und dass da ein bisschen Fazit zusammenkommt. Ich bin ja gerade mit dem Kader auf den Platz gekommen, also schon gewaltig, wie viele Leute jetzt hier sind. Also ich finde das tolle Wetterspiel natürlich auch mit uns, dass man doch so viele Leute mobilisieren kann, ein Zeichen zu setzen, ist eine feine Sache. Und das ist auch die letzte Chance, die wir haben, ein Zeichen zu setzen. Und hoffe, dass es bis an die Gesellschafter kommt, bis in die Geschäftsstelle kommt und was hier passiert, was die Fans haben und dass wir am Dienstagabend vielleicht dann doch ein positives was Positives hören und dann weiterarbeiten können. Das ist ein langer Weg, aber hier ist ein Zeichen gesetzt. Ja, ich freue mich sehr, dass so viele Leute angekommen sind, weil Krefeld ohne Eishockey, das geht einfach nicht. Und ich hoffe, dass es weiter so geht, weil Eishockey, Krefeld, das sind zwei Sachen, die einfach zusammenpassen. Ja, es ist heute ein sehr wichtiger Tag für Krefeld. Ich finde es ganz toll, dass so eine Aktion am Start ist, weil Eishockey in Krefeld ist einfach ein Muss. Es war seit über fast 100 Jahren jetzt und es muss einfach weitergehen. Und ich kann nur hoffen, ich bin sagen wir, vorsichtig optimistisch, dass das irgendwie dann auch weitergeht. Also, weil ich kann Eishockey Krefeld ohne Eishockey ist unvorstellbar für mich. Hey, wie man sehen kann, super Sache, klasse Unterstützung, um einfach aufmerksam zu machen, wie wichtig Eishockey in Krefeld ist, der DL-Standort. Und natürlich auch nochmal ein Zeichen, was unsere Gesellschafterversammlung jetzt am Dienstag dann betrifft. Super Sache, können wir wirklich froh sein für die tolle Unterstützung. 36.